Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Und ich war in Hamm, ich habe einiges mitgebracht. Ich kann nicht sagen, wie lange es dauert, sich die Tierchen anzuschauen, also setz dich hin und genieß das Video. Und nun starten wir direkt rein nach dem Intro. Willkommen zurück. Erstmal rekapitulieren, wie war denn die Messe? Und da muss ich sagen, es war unheimlich voll. Es war so voll, dass ich nicht mal mehr einen Parkplatz bekommen habe. Und in den Hallen, da musste man schon echt überlegen, ob man die Gänge gehen möchte. Bei der Arena oben lang war schon fast gar nicht mehr möglich, weil also wir haben echt abgebrochen. Wir haben gesagt, ne, wir kommen hier nicht durch, weil da war wirklich kompletter Stillstand. Die Leute wollten da gucken und dann war einfach Schluss. Es ging nicht mehr weiter, war wirklich Stillstand, sodass wir halt gesagt haben, okay, wir gehen jetzt einfach die Tribüne runter und gucken uns das innen nochmal an, im unteren Bereich, und dann gehen wir direkt wieder raus. Es war also wieder brachial voll. Und natürlich war wieder alles vertreten, von Schlangen bis Geckos zu Spinnen, alles war da. Ich habe sogar einen gesehen, der hat sowas wie ich glaube, Ameisen oder so verkauft. Mega krass, also so riesen Dinger, so, weiß ich, 2-3 Zentimeter Ameisen, riesengroße Teile. Sah auf jeden Fall echt cool aus. Vampirkrabben haben wir auch gesehen. Meine Güte, also da waren so viele Tiere und so viele Sachen, die mir halt noch gar nicht so aufgefallen sind, weil ich sonst eigentlich immer durchgelaufen bin und eigentlich nur geguckt habe, da sind Spinnen, da gehe ich hin. Der Rest, alles komplett ausgeschalten, nur dahin gegangen, wo Spinnen sind. Aber diesmal tatsächlich versucht, sich in Ruhe nochmal alles anzuschauen, was fast unmöglich war, weil es halt wirklich ebenso voll war. Aber das Ganze hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nicht nur wegen den Tieren, sondern auch wegen euch. Es hat mir riesen Spaß gemacht, euch zu treffen. Das ein oder andere Persönchen hat sich ja getraut, mich anzusprechen, und ich sag's euch noch mal, ihr müsst keine Angst haben, selbst wenn ich mich gerade mit jemandem unterhalte, ich habe für jeden von euch kurz Zeit, ich kann uns gerne mal austauschen, mal ein bisschen darüber reden, na, was hat man so gefunden und so. Gar kein Problem. Sprecht mich gerne an, selbst wenn ich gerade mit irgendwem am Unterhalten bin. Einfach dazukommen, mich ansprechen. Das nimmt euch keiner krumm. Ich ganz besonders nicht. Bin ja schließlich da. Und das eben halt nicht nur für die Tiere. Und besondere Grüße gehen raus an die vierköpfige Familie. An den Sohnemann mit seiner tollen neuen Pterinochilus murinus, die er mir gezeigt hat. Ein superschönes Tier. Und ich freue mich, dass so ein Tierchen es bei euch ins Zuhause geschafft hat. Und lasst es mich gerne wissen, auch alle anderen, was ihr so Schönes bekommen habt auf der Messe, wenn ihr da wart. Schreibt es rein in die Kommentare, was habt ihr euch geholt. Und damit haben wir das Thema abgeschlossen und wir gehen direkt weiter und gucken mal, was ich mitgebracht habe. Als allererstes schauen wir uns das hier an. Was ist das? Das sieht so komisch aus. Das sind keine lebenden Tiere, das sind Blütenpollen. Die hat mir die liebe Janina mitgebracht für die Asseln und die gehen da scheinbar wirklich extremst gut drauf ab. Deswegen, da können wir uns auch noch ein bisschen drauf freuen, wenn ich die dann auch nochmal verfütter, vielleicht auch im Live. Und dann werden wir das mal beobachten, wie die Tiere darauf abgehen. Also nochmal riesengroßes Dankeschön an Janina für diese wundervollen Blütenpollen. Und jetzt geht's zu den Tieren. Ich kann euch aber sagen, da sind wirklich massives, also ich finde ein extremes Highlight mit drin. Aber dazu später mehr. Als erstes schnappen wir uns das hier. Das habe ich nämlich von der guten Snixby bekommen. Und da sind drin Heterotele Villosellas. Und ich sage bewusst Villosellas, weil es ist, ich habe keine Ahnung, wie viele da drin sind. Es waren zwei Kokons drin, es waren zwei Weibchen drin. Und jetzt, die Weibchen sind glaube ich nicht mehr da, die Muttis sind nicht mehr da, aber die Slings sind natürlich alle noch hier drin, die auch alle munter fröhlich am Wachsen sind. Es ist schwer zu gucken und euch irgendwen zu zeigen. Ich versuch's jetzt einfach mal. Vielleicht könnt ihr da so ein bisschen reingucken, dann seht ihr hier in der Ecke eine sitzen. Und da werden wir uns auch nochmal ranbegeben. Hier in der Ecke sitzt auch noch eine, die guckt hier gerade. Kriegen wir so rauf? Ich versuch's. Die sitzt hier, genau hier. Man sieht so die Beinchen jetzt so ein bisschen. Und ja, die können wir auf jeden Fall beobachten. Bin gespannt, wie viele drin sind. Wenn es viele sind, werden wir uns eine schöne große Box ready machen. Und da werden wir die massivst als Gruppe drin halten. Da habe ich auch richtig Bock zu. So eine richtig schöne große Box mit Heterotele Villosella drin. So eine schöne Gruppenbox, wo du dann einfach, weiß ich nicht, so einen schönen großen Koffer hast und dann guckst du da rein und dann siehst du einfach nur so viele kleine Spinnchen rumlaufen. Da habe ich richtig Bock zu. Schreibt's in die Kommentare, ob ihr da auch Bock drauf habt. Ich habe da richtig Bock zu. Also Snixby, auch dir vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und ja, an euch beide, Janina und Snixby, auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr mit mir über die Messe gelaufen seid und ja, euch von mir habt durchpeitschen lassen, dass wir da irgendwie durchkommen durch die Messe. Hat mir auf jeden Fall riesig Spaß gemacht, also an euch beide vielen Dank. Ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Können wir gerne wieder machen.
Und nun gehen wir an die ersten Tierchen und es sind direkt zwei Stück. Es sind Pterinochilus murinus Männchen. Warum zwei Stück? Eins habe ich gekauft und ja, fürs zweite geht ein riesengroßer Dank an Kabelkunst Krabbeltiere raus, an das Sponsoring, weil ich dachte mir, es macht tatsächlich Sinn, wenn ich da nochmal ein Backup habe. Und deswegen vielen, vielen Dank. Wir gucken da mal rein. Nochmal vielen, vielen Dank an Kabelkunst Krabbeltiere für das Sponsoring dieses wunderschönen Tiers. Ja, schaut es euch an. Es ist ein wunderschönes Tier. Ich kann es nur immer wieder sagen, Pterinochilus murinus, ich liebe diese Tiere. Ich finde die wirklich super schön. Ich freue mich, dass ich sie habe. Und es besteht natürlich die Möglichkeit, dass ich demnächst auch noch den Fuhrpark in die Richtung erweitere. Aber hier haben wir das Tierchen von Kabelkunst Krabbeltiere. Ne? Also wirklich ein schönes Tierchen. Und ja, also wer die nicht schön findet, da weiß ich auch nicht mehr. Na, ich finde die Tiere super klasse und ja, der wird auch seine Chance bekommen. Zumindest hoffe ich das und ja, sie lässt ihn am Leben. Adult müsste sie jedenfalls sein. Ich habe da auch nochmal geguckt gehabt. Ne? Also es sieht alles passend aus, es sollte stimmen. Und ja, hoffen wir mal, dass das Ganze gut geht. Ja, und wenn sich es nochmal ergibt, wie gesagt, kann durchaus sein, dass ich mir da auch nochmal ein weiteres Weibchen hole, weil ich diese Tiere echt toll finde. Und ja, so habe ich halt auch mal ein paar Männchen. Die halten sich auch ein bisschen länger. Und so habe ich die Möglichkeit, noch zuzugreifen, wenn ich nochmal irgendwo was entdecke. Aber jetzt wollen wir den einen hier nicht unter den Scheffel stellen. Den will ich euch natürlich auch zeigen. Bei dem hier weiß ich aber nicht, wie der drauf ist. Ja, so, gucken wir mal. Der könnte ein bisschen bockiger sein, weil der so eine kleine Box hier hat. So. Aber er ist nicht bockig und da seht ihr es, ne? Ein super tolles Tier. Und wie ihr feststellt, ich habe den jetzt hier in dieser Box, der hat den die Reise mitgemacht. Ne? Also nicht nur die Reise zu mir, sondern auch zur Messe. Und schaut es euch an, der ist nicht bockig, nicht aggressiv. Ich kann das aufmachen, ich kann das auch in der Hand halten. Das macht es nur immer blöd mit der Kamera, weil ich dann immer so viel rumwackel und dann sucht ihr den Fokus. Deswegen bin ich immer ganz zufrieden, wenn ich das hinstellen kann. Aber ich sehe hier nichts mit aggressiv. Ich sage euch das immer wieder gerne. Ja, also Pterinochilus murinus vollkommen zu Unrecht diesen Stempel bekommen, aggressiv. Das Tier ist komplett tiefenentspannt. Ne? Also er hat sich eben auch bewegt, als ich aufgemacht habe, klar. Aber hier nicht aufgestellt und gesagt, ich werde die Welt vernichten. Deswegen kann ich nur jedem ans Herz legen, wenn ihr diese Tiere schön findet, dann sind das echt klasse Tiere für euch, sogar für den Anfang. Ihr müsst halt immer bedenken, die können Temperament haben, aber das heißt nicht, dass sie aggressiv sind, sondern die wollen nur einfach nicht bespielt werden von euch. Die sind also eben nicht so wie die anderen Tiere, die man auf die Hand nehmen kann und die dann total ruhig sind, sondern die sagen dir ganz klar, die wollen das eben nicht. Ne? Und deswegen ihnen den Stempel aggressiv zu geben, weil sie halt eben nicht gehandelt werden möchten, und es gibt genug Leute, die nehmen die Tiere trotzdem in die Hand, möchte ich hart von abraten, aber deswegen denen den Stempel zu geben, finde ich absolut ungerechtfertigt. Ihr seht, er ist nicht aggressiv, gar nichts. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema für ein anderes Video, was ich aufgreifen werde irgendwann mal. Oder vielleicht werden wir da auch nochmal bei einer Paarung drüber reden. Aber ihr seht, ne, der Kerl ist komplett die Ruhe selbst. Ne, und er hier war ja jetzt auch nicht irgendwie aggro oder sowas. Könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Hopp, ne. Komplett die Ruhe selbst, da ist nichts, der kommt mir nicht entgegen, der ist gechillt. Ihr merkt, es ist mein Lieblingsthema, ne? Da spreche ich immer ganz gerne drüber. Ich verteidige diese Tiere bis zum Ende. Ich bin ein riesen Fan von den Tieren und für mich sind die nicht aggressiv. Die sind komplett tiefenentspannt und allerhöchstens defensiv. Ja, und das nächste Tier, da geht der Dank an den lieben Faker. Der kam nämlich noch vorbei und hat mir von zu Hause sein Männchen vorbeigebracht. Na, was ist es? Wer erkennt's? So, ich gehe mal für euch ein bisschen näher drauf. Ist scheinbar schon ein bisschen älter. Ein Chromatopelma Cyaneopubescens Männchen. Ich habe eine Dame da, die müsste sich eigentlich demnächst häuten. Hat es bisher noch nicht getan. Und er hat mir das Tierchen jetzt überlassen. Mit dem Wissen, dass die schon, ich glaube, zwei oder drei Männchen, ich glaube drei waren es mittlerweile schon, drei Männchen gefressen hat. Die ist gnadenlos, die verpaart sich nicht, die frisst die Männer. Demnach ist ihm durchaus bewusst gewesen. Ich habe jedes Mal so gesagt, willst du das wirklich? Bist du dir sicher? Du weißt, die frisst den. Und ich habe trotzdem das Go bekommen und die Erlaubnis bekommen. Er hat gesagt, es ist für ihn okay, wenn er nochmal die Chance hat, wenigstens ein Mädel zu sehen und sich da zu verpaaren oder die Möglichkeit hat, sich zu verpaaren, bevor er einfach nur, ja,
dem Ende entgegengeht, ja, hat er denn wenigstens nochmal seinen Zweck erfüllt. Demnach können wir das also auch irgendwann probieren. Ich weiß halt nicht so genau wann, weil wir müssen halt schauen, sie hat schon deutlich Farbe verloren. Bei ihr müsste die Häutung demnächst anstehen. Also sie ist nicht mehr blau, sie ist schon regelrecht schwarz an den Beinchen. Ich guck noch mal kurz. Ja, also es ist schon ziemlich schwarz. Sie ist schon ziemlich schwarz. Die Häutung sollte eigentlich bald anstehen. Und ja, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil wenn ich ihn jetzt da reinpacke zu ihr und sie sich gerade häuten will, dann wird das so oder so nicht gut ausgehen. Ich hoffe, er schafft es noch ein bisschen, bevor das Ganze passiert. Und ja, wenn nicht, dann tut es mir ehrlich leid. Aber ich habe es dir gesagt. Ich habe es dir gesagt. Ne? Also es gibt halt die zwei Chancen. Ne? Entweder, also eigentlich nur die eine gute Chance und zwei die negativen, dass sie ihn frisst oder dass er halt bei mir jetzt leider stirbt. Ne? Aber dann hat er hier auf jeden Fall nochmal ein schönes Zuhause gehabt und Vollversorgung. Ich will nicht sagen, dass er es bei dir nicht hatte. Ja, will nur aber sagen, hier ist er dann auch nochmal gut aufgehoben. Ne? Ist nicht so, dass er hier irgendwie auf der Halde liegt. Der bekommt auch noch ein schönes Zuhause. Aber ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt, das mal zu probieren. Es ist halt so schwierig, ne? Sie sieht halt wirklich extrem schwarz aus. Es macht wirklich Sinn, da noch ein bisschen zu warten. Du musst ein bisschen durchhalten. Mein anderes Männchen ist ja auch noch nicht ready. Der hat sich noch nicht gehäutet, ist noch nicht in die Reifehäutung gegangen. Dementsprechend dauert das da auch noch mal ein bisschen. Aber, lieber Faker, ich versuche mein Bestes. Drück mir die Daumen. Guck ihn mir auch gerade an, aber er sieht auch schon, also man sieht auch optisch schon, das ist ein guter alter Kerl. Ne? Also man sieht es auch auf dem Hintern. Der ist schon... Im gediegenen Alter, ne? Der ist schon im gediegenen Alter. Ja, wir werden schauen. Vielleicht probiere ich es einfach. Vielleicht ist sie auch gerade nicht dabei, sich zu häuten. Eigentlich wäre sie dran, aber es hat jetzt schon, die ist jetzt mindestens schon 2 Monate drüber. Und die anderen haben sich alle schon so oft gehäutet. Man muss halt bedenken hier, die Victory hat sich innerhalb von 2 Monaten 2-mal gehäutet. Dieses Wetter macht alle wahnsinnig, nicht nur mich, sondern die Tiere gleich mit. Ich kann hier ja nur hochregulieren, aber nicht runter. Ne? Also wenn es denn draußen warm ist, sommerlich, dann sind hier halt die 28 Grad. Jetzt gerade, weil es draußen kalt ist, sind wir hier bei 22,5. Und das merken die Tiere natürlich. Das ist ja nun auch schon eine gewaltige Schwankung. Und ich denke mal, das wird einiges ausgelöst haben bei den Tieren, leider. Aber Faker, auf jeden Fall vielen Dank nochmal und danke an dein Vertrauen, für dein Vertrauen. Ich werde versuchen, das irgendwie hinzubekommen. So, jetzt kommt mal was anderes. Nämlich quasi eine kleine Aufbautrupp für meine Kenia-Schaben. Ich habe hier noch mal ein paar Kenia-Schaben mitgenommen, weil ich einfach eh immer frisches Blut drin haben möchte. Und ich habe ja quasi schon eine Zucht, möchte aber einfach, dass da noch, ja, dass das einfach immer frisch bleibt da drin, dass da nicht zu viele sich da durcheinander oder zusammen verpaaren, sondern dass wir da auch immer frisches Blut drin haben. Ja, und dafür habe ich mir natürlich noch mal einen Schwung mitgenommen. Ich bin ein riesen Fan von den Tieren, ne? Kenia-Schaben. Ich will die nicht mehr missen. Die sind wirklich für mich der komplette Ersatz für diese Fruchtfliegen und so weiter, weil die können sehr, sehr, sehr klein sein. Ne? Wenn die gerade frisch sind, die Babys, die sind wirklich sehr klein. Ich sehe hier gerade nur leider keins, aber die sind auch mitunter immer sehr gut versteckt zwischen den älteren Tieren. Ne? Hey, hier ist aber kein kleines mit bei, aber so, sagen wir mal, semi-große und ja, ziemlich größere, genauso halt auch Adulte mit bei. Jetzt muss ich mal gucken, dass ihr drin bleibt und nicht auf meinem Finger rumklettert. Die merkt man nämlich nicht. Die sind so klein, kleine Tippelfüßchen, die merkst du gar nicht. Ja, auf jeden Fall Kenia-Schaben nochmal dazugekommen, fand ich eine wichtige Nummer. Hab sie gesehen, dachte, alles klar, die packen wir mal ein. Einfach aus dem Grund, um nochmal einen Schwung reinzubringen. Sobald ich dann mal wieder Nachwuchs habe an Spinnen, bin ich froh, wenn die Tiere sich gut vermehren können und es da keine Komplikationen gibt. Also, Kenia-Schaben war ganz wichtig, habe ich mitgebracht. So, was habe ich noch mitgebracht? Ein Psalmopeus Eminia-Männchen, ein adultes Männchen. Wir haben ja ein Mädel da. Und jetzt haben wir nochmal ein Männchen am Start. Ne? Da ist er, gute Kerl. Und ja, man sieht's. Ne? Ein ordentlicher Pfeifenreiniger, der Kollege. Ne? Die Beinchen sind halt wieder so schön zottelig. Guck mal, ob ich in der Nähe rankomme. Nee, komme ich nicht. Und ja, musste halt sein. Psalmopeus Eminia, Männchen. Ich will einfach nochmal eine Verpaarung starten mit der Psalmopeus Eminia. Weil ich finde die Tiere toll. Und warum nicht? Ne? Wenn du halt das adulte Weibchen da hast und die jetzt schon ein Jahr wieder Pause hatte, dann kann man das gerne nochmal probieren. Dann gehen wir nochmal rein. Und ja, hoffen wir mal darauf, dass wir guten Nachwuchs haben und dass sie ihn nicht einfach so auffrisst und dass wir ein gutes Video hinbekommen damit.
So, was habe ich als nächstes mitgebracht? Davon habe ich zwei Pötte mitgebracht. Das sind Totenkopfschaben. Und zwar die Blaberus Granifa. Und da schauen wir mal rein. Ich habe die selbst so auch noch nicht gesehen. Ich habe das noch nicht aufgemacht. Ich muss mir mal ein so ein Tier muss ich mir mal snacken hier. Ja, ihr bleibt schön drin. Ihr bleibt alle schön drin. Da. Schabe auf der Flucht. Aber ganz ehrlich, die ist ja fast so groß wie ein Meerschweinchen. Was soll da schon passieren, wa? Huch. Ich tippe mal darauf, dass das ein Männchen ist. Ich bin mir nicht sicher. Huch. Flitzt doch nicht so. Die möchte ich unbedingt verstecken. Zack, du schnell weg. Und ich versuche sie euch jetzt nochmal zu zeigen. Da ist das Tier. So, hier seht ihr das Tier nochmal. Das ist schon wieder auf der Flucht. Da. Das ist eine Totenkopfschabe, ne? Das habe ich euch mal gezeigt. Jetzt, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ne, jetzt sind wir Freunde, ne? Jetzt sind wir Freunde, damit ihr mal einen Vergleich habt, wie groß das Tier ist, ne? Damit ihr es nochmal seht. Das ist ein sehr, sehr großes Tierchen. Und ja, ich hatte ja gesagt, dass ich mir die argentinischen Waldschaben gerne austauschen möchte gegen andere Tiere. Das werden jetzt die hier werden, ne? Argentinische Waldschaben werden bei mir ausziehen. Beziehungsweise sind eh schon fast abverfüttert. Da habe ich keine mehr. Und die werden stattdessen da einziehen. Ne? Ich finde die wirklich schön. Hab sie gesehen und dann wurde mir noch gesagt von der guten Janina, die sind toll, die sehen schick aus. Also eingepackt, mitgenommen. Und ich bereue es bisher nicht. Oh, da gesehen, der ist gesprungen. Ich hoffe, es war zu sehen, das war cool. War normal. Oh, habt ihr das gesehen? Das ist ja krass. Du bist ja ein krasser Dude. Mach das nochmal. Hier, komm, hier rüber. Oh. Fest. Wie groß die Spannweite von dem Kollegen ist. Habt ihr das gesehen? Oh, ein Riesentier. Verrückt. Alter. Cool, oder? Ich finde die cool. Freue mich auf jeden Fall, dass ich die gekauft habe. Und ja, das wird quasi meine nächste Schabenzucht werden. Ne? Die sind fällig. Die finde ich toll. Und dann werden wir mal gucken, wie gut die laufen. Ne? Also wie gut die sich vermehren. Und ja. Leider brauchen halt die großen Vogelspinnen auch was zu fressen und so ein Klopper hier ist halt nochmal eine schöne Sache, muss man halt sagen. Ich wollte es nur nochmal erwähnt haben, nicht, dass jetzt hier jemand glaubt, dass das Tiere sind für die Zucht und zum Anschauen oder so. Nein, natürlich sind das Futtertiere. Ja, und davon habe ich einige, man sieht es hier, ne? Da sind einige drin. Auch wenn das Licht so ein bisschen gegenscheint, da habe ich einige bei von dem. Ein Kollegen hier ist jetzt nur einer von den Großen dabei, in der anderen Schachtel sind mehr von den Großen mit den Flügeln. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich würde fast sagen sogar, dass die Weibchen, sowohl die Männchen als auch die Weibchen Flügel haben. Aber das werden wir dann nochmal in Erfahrung bringen. Ich habe die Tiere halt wirklich jetzt gekauft, weil gesehen, toll gefunden, gekauft. Und mir wurde gesagt, die Tiere sind einfach zu halten, vergleichbar mit den argentinischen Waldschaben. Dementsprechend probiere ich es jetzt einfach mal. Dann war ich noch bei der Ignaz Crew vor Ort und ich musste mir halt für meine tollen Asseln wieder diese tollen Futternäpfchen hier kaufen. Ne? Das musste halt sein. Ich finde die total klasse und habe ich mir gleich in verschiedenen Farben geholt, die da waren. Zack. Ne? Und ich finde die klasse, weil man hier halt, die Tiere können hier wunderbar hochlaufen, die können hier auch wunderbar runterlaufen. Ne? Und das Futter kannst du ja in die Mitte reinmachen. Ich habe die überall drin, außer da, wo ich halt einfach keine mehr hatte. Jetzt habe ich wieder welche, das heißt, es wird überall nachgerüstet. Und ja, vielen Dank an die Ignaz Crew. Dankeschön, ich finde die klasse und habe mich gefreut, dass ich noch welche bekommen konnte. Als nächstes habe ich mir geholt ein Enciocratella olivacea Männchen. Ihr wisst ja, ich habe ein Weibchen da. Die habe ich auch mal verpaart gehabt, zumindest versucht und habe eigentlich gehofft, dass es geklappt hat. Aber scheinbar hat es nicht geklappt, weil sie hat immer noch keinen Kokon gebaut und deswegen habe ich jetzt nochmal ein Männchen dazugeholt. Da ist das gute Tier, ne? Da sitzt er und ja, weiß nicht, wie gut der drauf ist, aber bisher macht er sich ganz gut, glaube ich. Ne? Ich glaube nicht, dass er mir irgendwelche... Ja, er putzt sich gerade, ne? Er macht sich gerade sauber, ne? Er sagt so, ah, ich habe gehört, hier gibt es ein Weibchen, alles klar, da muss ich mir mal schick machen, bevor es losgeht, ne? Putzt sich gerade und ja, ne? Ich finde die super schön und werde es auf jeden Fall mal probieren, nochmal die zu verpaaren. Im besten Fall dann auch mit einem Video, wir werden mal schauen. Weil das letzte Mal habe ich das Männchen mit reingepackt und ich sah aus wie eine Verpaarung, aber scheinbar war es keine, kam ich dazu, ich habe ihn ja wieder rausgeholt. Und
da, wie soll ich sagen, ist er dann halt auch in kürzester Zeit wieder verstorben, kurz danach quasi. Und deswegen konnte ich gar nicht mehr weitermachen, keinen zweiten Versuch machen. Deswegen jetzt nochmal ein Männchen dazugeholt und ich hoffe, dass es diesmal, drückt die Daumen, besser läuft und dass wir da bald Slings haben werden. Als nächstes, keine Vogelspinnen, diesmal Asseln. Und die haben wir sogar schon hier, die Porzelio Hoffmann-Segi. Ne? Hier haben wir sie nochmal. Da sieht man auch nochmal, wie schön groß die sind. Ich hatte mir ja schon welche geholt gehabt und da hatte ich ja leider quasi heilungstechnisch irgendwie den Fehler gemacht, dass es nicht trocken genug war. Das hier ist ja aber auch relativ feucht. Mich wundert das ein bisschen, weil bei mir haben die das, ich glaube, eine Woche oder so vertragen. Das ist so, also hier, das ist deutlich feuchter, ehrlich gesagt, was hier drin ist, als das, was ich da drin hatte. Für mich war das schon trocken, aber es war offensichtlich nicht trocken genug. Ich denke, es muss echt staubtrocken sein. Deswegen wundert es mich, dass das hier jetzt so feucht ist, dass die das vertragen, dass sie da jetzt gar kein Problem mit haben. Aber nichtsdestotrotz, da war auch mal eine, hier war mal ein Stück Möhre, ne? Das haben die komplett aufgefressen. Die sind echt gute Esser. Ja, jedenfalls habe ich da einen Fehler gemacht gehabt mit der Haltung scheinbar, weil es nicht trocken genug war. Da sind mir einige leider eingegangen. Und ich habe zwei, drei, vier, ich glaube knapp, ich glaube vier Stück sind mir tatsächlich weggegangen. Und dadurch, dass ich nicht so viele habe, ist mir natürlich massivst was verloren gegangen. So habe ich jetzt nochmal frisches Blut drin, ne? Also nochmal komplett neue Tiere. Und nochmal eine etwas größere Auswahl noch dazu. Ne, also ich will es euch nur mal zeigen, damit ihr mal wisst, wie groß die sind. Ja, das sind schon echt große Öckers. Und ja, freue mich auf jeden Fall. Ich guck mal gerade, mir wurde erklärt, die mit den kurzen Nippels hinten dran sind die Weibchen. Also haben wir hier jetzt Weibchen und Männchen. Ne, das ist das Weibchen mit den langen Öckers hinten dran. Hupp. Ist denn das Männchen? Vielleicht hätte ich da auch noch mal gucken sollen, bevor ich die gekauft habe, dass ich da nicht so viele Männchen drin habe und mehr Weibchen. Ich weiß es nicht. Das wäre vielleicht cleverer gewesen. Aber was soll's. Ist mir jetzt erst leider aufgefallen, weil ich die eben sehe, so noch mal so genau drauf gucke. Ich kann euch sagen, ich habe die quasi im letzten Lauf geholt, als ich noch mal durchgegangen bin. Ich laufe dann immer noch einmal kurz vor Ende durch, wo es dann nicht mehr so voll ist. Aber da bin ich meistens schon so richtig bäh. Deswegen habe ich da echt nicht dran gedacht. Ne? Also muss man wirklich sagen, ist mir jetzt erst aufgefallen, dass ich da hätte agieren können, mir da noch ein paar Weibchen rauszusuchen. Aber ich würde mal behaupten, das hier könnte auch ein Weibchen sein und der ist deutlich größer, ne? Oder? Ist auch ein Weibchen, passt. Und ist deutlich größer. Aber wie ihr seht, einige sind halt eher so dunkel, einige sind orange. Ich meine, das stört mich nicht. Ich finde das schön. Ich habe das ja schon in einem anderen Video gesagt. Ich finde ja diese Variation optisch, ne, viel, viel schöner, wenn da halt verschiedene Farben drin sind, als quasi nur eine Farbe. Aber das ist, glaube ich, auch eben Geschmackssache. Aber ich finde das so schön. Ich finde jetzt auch diese Sammlung so, wie sie jetzt ist, schön. Ich glaube, ich hatte auch keinen einzigen braunen bei mir dabei, sondern nur die eher grauen Tiere. Das meint ihr doch jetzt nicht ernst hier auf meiner Hand, oder? Meint ihr das jetzt ernst auf meiner Hand? Hey, sag mal, benehmt euch mal, hier gucken Kinder zu. Meine Güte. Mann, wie die Tiere. Jedenfalls freue ich mich, dass ich da nochmal bin. Jedenfalls freue ich mich da, dass ich da nochmal ein paar schöne Tiere bekommen habe. Und ja, werde die dann demnächst umsetzen und hoffen, dass wir da auch gut Nachwuchs bekommen. Aber ihr seht ja, es scheint ja irgendwie zu laufen. Und jetzt kommt es zum letzten Tierchen. Und ja, das ist, denke ich, also für mich persönlich so das Highlight. Ich habe es gesehen, wollte es eigentlich nicht haben, habe es mir übel aufschwatzen lassen. Wieder einmal war ich nicht stark genug, um gegen die Masse anzukämpfen. Was ist es? Es ist relativ schwer zu erkennen, besonders jetzt, wenn es halt so wie es ist, wie es jetzt ist. Ne? Ich muss sagen, das erkennt man. Also ich würde es nicht erkennen. Aber wenn die größer werden, dann sieht man das deutlich besser. Das ist eine Taxinus bambus. Da waren tatsächlich ein paar Tierchen vertreten und ich konnte es mir dann irgendwie nicht nehmen lassen, nachdem mir Angebot um die Ohren geflogen ist, dass ich gesagt habe, okay, gut, ich nehme sie mit. Und eigentlich nicht mal ansatzweise auf meiner Liste drauf, ja, also keins der Tiere, die ich dringend haben wollte. Ich habe mir gesagt, wenn, dann hole ich nur noch Männchen. Aber das hier ist ein bestimmtes Weibchen, ne? Also das hier ist ein Mädel und ich bin da eigentlich doch recht froh, ne, also ich...
Natürlich bin ich immer froh, wenn ich solche Tiere habe, ne? Und wenn ich mich daran erfreuen kann und die sehen kann. Ich bin gespannt. Wir werden ihr auch noch ein Terrarium einrichten. Ich werde mich da noch mal ein bisschen schlau machen, ein bisschen beschauen, was es da so gibt. Ein bisschen Bambus habe ich ja da. Und mal gucken, ob wir ihr dann ein schönes Zuhause draus machen können. Und wenn sie das halt nicht nehmen will, hat sie dann bestimmt auch noch ein bisschen Kork zur Auswahl, wo sie dann hinter verschwinden kann. Aber das kann sie sich aussuchen, nicht ich. Aber de facto habe ich ja noch hier so ein schönes größeres Terrarium da. Ich glaube, das ist kein 15-15. Ich glaube, das ist ein 15 in der Breite, 20 nach hinten und 25 nach oben. Und da haben wir natürlich ordentlich Platz drin zu arbeiten. Und ich kann es nur wieder ans Herz legen, ja, wenn HX-Terraristik da ist und ihr auch da seid, holt euch die Terrarien. Ich möchte es euch nur mal zeigen. Ich habe da nicht geguckt. Das waren die, die ich mitgebracht habe beim letzten Mal von haben. Das waren alles Terrarien, die nicht gekauft wurden. Ich habe nichts vorbestellt, gar nichts. Ich habe nur die genommen, die übrig waren. Ehrlich, ganz ehrlich. Diesmal waren leider keine übrig, deswegen konnte ich keine mitnehmen. War halt dumm von mir, ich hätte sie vielleicht vorbestellen sollen. Aber schaut euch an, wie sauber die immer verarbeitet sind. Hier kann ich es euch eben zeigen, weil es leer ist, aber die anderen sind alle gleich. Da ist keine Lücke zwischen hier vorne in der Tür. Da ist nichts, da passt nichts durch, da passt niemand durch. Und ich sage es euch bewusst. Denn ihr habt ja gesehen, die Springer sind hier auch eingezogen und hier sitzt der kleine Dude oder die gute Dame, ne? Winzig klein und die kommt hier nirgendwo raus. Die bauen so verflucht gut, dass da nichts und niemand durchkommt, rauskommt. Es ist Bombe. Möchte aber nochmal erwähnen, also jetzt, wo ich das halt jetzt schon eine ganze Weile beobachtet habe hier, es ist schon deutlich schwieriger mit den Tieren umzugehen, wenn die in so einem großen, in so einer großen Dose, Terrariumdose, wollte ich sagen, in so einem großen Terrarium drin sind. Ich bin echt geneigt, die nochmal umzusetzen und woanders reinzusetzen. Die finden ihr Futter auch ganz, ganz schwierig nur. Da muss ich echt gucken. Also ich hänge das Futter hänge ich denen immer oben in die Netze mit rein. Ja, da müssen wir mal schauen. Also das komplett zukleistern mit Ästen und so hat gar keinen Sinn gemacht, ne? Also ihr seht, es ist deutlich reduzierter. Die hängen eh nur hier oben rum. Und das Füttern ist fast nur von Pinzette. Reinwerfen, zumachen und warten, dass sie fressen, funktioniert leider gar nicht. Jetzt habe ich auf jeden Fall nochmal HX-Terraristik gelobt, ne? Ihr habt es nochmal gesehen, ich habe euch auch gezeigt, warum ich die so toll finde, jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Taxinus Bambus, ein unheimlich schönes Tier und ärgere mich ein bisschen, dass ich vielleicht doch nicht die größere mitgenommen habe, weil die sah dann optisch auch nochmal krasser aus. Aber umso mehr können wir uns daran erfreuen, wie dieses Tier wächst und wie es sich sein Zuhause einrichtet. Ich habe es euch gesagt, wir werden wahrscheinlich das Terrarium für sie nehmen. Die kriegt auf jeden Fall ein Terrarium. Das ist ein Luxustier, das gehört in ein tolles Terrarium und ein schön eingerichtetes. Das werden wir vielleicht auch einfach mal zusammen machen, dann in einem Video. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr das natürlich nicht sehen wollt, dann machen wir das natürlich nicht. Ich weiß immer nicht so, ob ihr da Bock drauf habt. Es gibt ganz viele, die sagen, ach klar, Terrarieneinrichtung finde ich immer cool, gucke ich mir gerne an. Es gibt aber auch Leute, die finden das total langweilig. Also haut in die Tasten, schreibt es in die Kommentare, ne, ob euch das interessiert oder nicht. Ich habe da richtig Bock zu. So, und das waren jetzt 45 Minuten Quatschen. Ich hoffe, ich habe es für euch ein bisschen weiter runtergeschnitten, dass ihr nicht so viel wiederbekommen habt. Ihr bekommt ja die letzten Tage wirklich massiv lange Videos. Halt, stopp, kurzer Nachtrag. Ich habe hier ja noch ein Tierchen. Das habe ich ganz vergessen. Das habe ich schon beiseite gepackt, damit es nicht durch die Gegend kullert und nicht rumfliegt. Ja, was haben wir denn da? Da ist noch eine kleine Springspinne. Die habe ich von der guten Verena noch bekommen. Na, da. Ich will sie jetzt auch nicht stören, weil die gerade so schön in ihrem Gespinst drinne hockt. Da ist sie. Und ja, nochmal eine kleine Bahamas. Und wir werden mal schauen, was er sie von sich gibt und wie schön sie wird. Also nochmal vielen Dank, Verena. Und was Springspinnen angeht, wird es auch nochmal ein kleines Update geben, sprich ein kurzes Video vielleicht. Ach, wir werden mal schauen, was ich daraus mache. Jetzt sind wir aber wirklich durch. Das war Hamm. Das war das, was ich mitgebracht habe. Also sprich, ihr habt Feedback zu Hamm, wie es war. Also so zumindest grob. Wenn ihr es ein bisschen genauer wissen wollt, könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben. Dann mache ich vielleicht nochmal ein kurzes Video, wo ich nochmal genau auf alles eingehe, wie das so war. Dann habt ihr gesehen, was ich Tolles bekommen habe, als auch mitgenommen habe. Und jo. Und ein paar Gedanken habe ich mit euch auch schon geteilt, wie wir was machen könnten und wo vielleicht die nächsten Videos hingehen. Nun sind wir durch und ihr seid entlassen. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da. Ein Kommentar wäre auch ganz nett. Und wenn du ganz neu hier bist, lass gerne ein Abo da, würde mir extrem weiterhelfen. Und nun gibt es nichts mehr zu sagen, als ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!